Pilzkopf, wenn ich mich nicht täusche, ne? Jawohl. Der Pilzkopf, scheiße. Ja, der ist ärgerlich ein bisschen. Wenn er, ja, die Sporen da versprüht, dann, und wir kommen da ran, dann sind wir automatisch bewegungsunfähig, also sprich paralysiert. Wow, das war knapp. Okay. Blub. Und blub. Jawohl. So. Zum Wurakata. Ja, den kann ich euch auch noch zeigen. Also, ich höre jetzt gleich beim Wasserpalast auf für die erste Aufnahme. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und hier wohnt der Wurakata. Tja, meine Lieben, das hat einen bestimmten Grund, warum der als Wurakata bezeichnet wird. Weil... Ja, den Grund wissen wir jetzt sofort. Brauchst du etwas? Miau. Zum Beispiel? Ja, ja, wir nicken. Ah, Ruffy heißt er. Na, da gäbe es einiges. Was möchtest du denn? Wir können jetzt übernachten, was wir jetzt natürlich nicht machen. Oder wir können auch mit ihnen handeln. Ich habe tolle Sachen im Angebot. Miau. Einkaufen. So. Das Besondere am Wurakata ist, er bietet schon tolle, also noch bessere Sachen an für gegenüber den Händlern, die wir jetzt schon gerade gesehen haben. Oder für den einen Händler im Quelldorf. Ihr seht ja den Unterschied. Er bietet viel, viel, viel mehrere Gegenstände an. Und meine Steuerung spinnt gerade. Einen Moment, das haben wir gleich. Mann. Hallo? So, hier melde ich mich wieder. Nee, ich habe mich getäuscht gehabt. Nicht meine Steuerung hat... Okay, meine Steuerung hat am Anfang auch wieder ein bisschen rumgespinnt, aber der Emulator ist noch zusätzlich und dann noch abgestürzt. Super. Es fängt schon gut an, das Let's Play. Also, ja, deswegen sieht das jetzt auch ein bisschen anders aus mit den Goldmünzen und mit meinem Leben, weil ich jetzt Level 3 bin. Deswegen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, bei den Items von Ruffy. Also, er bietet viel bessere und noch... Also, er bietet erstens bessere Items und auch eine größere Anzahl von Items. Das ist das Besondere von dem Wurakata. Aber wer aufmerksam zugeguckt hat, bei den normalen Händlern kosten die Bonbons 10 Goldmünzen, bei ihm 20. Ja, und dementsprechend kostet es bei ihm doppelt so viel alles. Also wie gesagt, haben wir schon Schokolade, Honig, Walnüsse, dann die, dann das Fass. Der Stirnbart haben wir ja, Gott sei Dank. Die Haarschleife, die Puschelmütze und Armband. Ja, das klingt verlockend, aber erstmal nichts. Nein, danke. Natürlich werde ich offscreen dann hier auch, die Goldmünzen farmen. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch ganz schnell tun. Nein, nicht übernachten. Ja, okay. Dann zumindest speichern. So, nochmal. Ich brauche jetzt ungefähr die Summe, wie viel das insgesamt kostet. Zumindest die Items, die man jetzt noch nicht bei den Anfangshändlern bekommt. Und das ist die Schokolade, der Honig, die Walnüsse, das Lebenswasser kriegen wir eigentlich von den anderen Händlern auch. Das Fass und das Armband. Also, wir können jedes Item, können wir viermal insgesamt sammeln. Das ist halt da leider ein bisschen wenig, aber naja, ist halt eine ganz kleine Anzahl an Items, die man halt insgesamt sammeln kann. Also das mal 4, das wären 240, 840,
4840. Ja, da muss ich genug. Oh Gott. Ja, oder soll ich das auch erst später machen? Weil die Sachen, die bekommt man auch später. Ah, mache ich das später. Ja, ist angenehmer. Mache ich das später. Ja. Machen wir jetzt hier erstmal weiter und gehen endlich mal zum Wasserpalast. Also, ich werde auf dem Weg auch noch hier alle Monster machen. Das werde ich auch später auch machen. Ja. Ist halt ein Rollenspiel. Das kennt ihr schon aus Mystic Quest Legend. Ah ja, und hallo. Wer bist du denn? Wir kommen aus Pandoria, um die Hexe Tura zu bekämpfen. Wer die Hexe ist, werden wir auch noch bald erfahren. Keine Panik. Mit einer Peitsche können wir die Abkürzung zu Turas Schloss nehmen. Das ist Oberst Haken. Unsere Mission ist sehr gefährlich, aber wir werden es schon schaffen. Ja, ihr seid wirklich sehr optimistisch. Oberst Haken, angetreten! Kompanie, marsch, du kleiner Arsch! Das musste sein, tut mir leid. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Oh, da hat es ein Wusch-Wusch-Geräusch gegeben. Wasserpalast. Ah ja, da oben ist schon der Wasserpalast. Gut. Ja, die sind hier da durchgegangen. Das soll halt ein Teleporter darstellen, wo die Statuen sind. Und ja, ich kann euch jetzt natürlich schon sagen, wo wir sind. Wir sind hier bei dem sogenannten Hexenwäldchen. Aber wie ihr sehen könnt, wir können hier noch nichts machen. Nein. Wir kommen hier erstmal noch nicht weiter. Weil wir keine Peitsche haben. Deswegen. Also wir gehen erstmal in den Wasserpalast rein. Und ja, hier sieht es auch dementsprechend aus, ne? Und da steht Viktor. Auf geht's, René. Jawohl. Ja, dann gehen wir sofort mal rein in den Wasserpalast. Und ja, das ist die klassische Tempelmusik. Die werden wir auch ein paar Mal noch hören. Aber auch so schön ruhig, mystisch, entspannt. Also, die Musik hier ist einfach nur der Burner. Voll Bombe, ey. Und da ist jemand. So, und jetzt? Hey, Süße, wo ist dieser Aquaria? Oh je, wie peinlich. Hallo, Aquaria. Schön, dich mal wieder zu sehen. Willkommen. Und ich guck überraschend. Toll. Das soll Aquaria sein? Die 200 Jahre alt ist? Ja. Sieh an. Das Schwert sieht aus wie das Mana-Schwert. Ja, es ist auch vielleicht das Mana-Schwert, Aquaria. Aquaria, überall sind Monster. Dieser Junge hat gerade eins erledigt. Ich weiß, Ebbe und Flut brachten mir bereits die schlimme Nachricht. Die Mana-Kraft wird immer schwächer. Deshalb konnte der Junge auch das Schwert aus dem Stein ziehen. Das wiederum erweckte die Monster zum Leben. Noch mächtigere Monster versuchen, die Kraft des Mana-Schwertes zu stehlen. Erst wenn diese Monster besiegt sind, kannst du das Mana-Schwert mit Hilfe der Waffenorbs wieder reaktivieren. Ja, wir haben gerade einen Waffenorb vom Sichelanbeter erhalten gehabt. Den ersten Orb hast du bereits vom Sichelanbeter erhalten, sag ich doch. Doch es gibt noch mehr solcher Orbs mit Mana-Energie für das Schwert. Suche jemanden, der mit den Orbs dein Schwert stärker machen kann. Okay. Begib dich ins Imperium, Viktor. Sie planen, die Mana-Festung zu reaktivieren. Meint ihr etwa die Festung, die in der Legende die Welt zerstören wird? Das ist kein Märchen. Das Imperium versucht, sie wieder zu reaktivieren. Das Imperium bricht die Siegel, die zum Schutz der Mana-Samen da sind. Sie haben es auch schon auf den Samen in diesem Palast abgesehen. Oh, das hört sich aber nicht gut an. Dann ist Pandoria auch in Gefahr. Oder was meinst du, Aquaria? Stimmt, Viktor. Geh am besten gleich dorthin und warne den König. Okay. Und du, René, gehst zum Elfenteich. Die Zwerge, die dort leben, produzieren die besten Waffen weit und breit. Na, du kennst dich ja aus, Viktor.
Vielleicht kann einer der Zwerge auch dein Schwert mit dem Orb stärker machen. Mit einem stärkeren Schwert erhöht sich auch deine Kampfkraft. Was ich am Anfang direkt auch schon erklärt habe mit den Level-Ups. So, und dann sprechen wir nochmal Aquaria an. René, wovor hast du denn solche Angst? Na, vor der Festung natürlich. Bereits vor Jahrhunderten haben unsere Vorfahren versucht, die Mana-Kraft mit Hilfe der Mana-Festung zu kontrollieren. Erfolglos. Nur dem Mana-Schwert haben wir es zu verdanken, dass diese Welt noch existiert. Nach der letzten Schlacht haben Überlebende diese Welt wieder aufgebaut. Ja, wir nicken mit dem Kopf. Das muss wohl so stimmen, wenn sie das sagt, ne? Geil. Das ist das Mana-Schwert, aber es hat seine Kraft verloren. Die letzte Kraftreserve hat es wohl aufgebraucht, als es dich gerufen hat. Warum mich? Warum hat es gerade mich erwählt? Das weiß ich auch nicht, aber du musst dem Schwert neue Kraft geben. Wie denn? Und was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Na gut. So, und jetzt berühre den Mana-Samen mit dem Schwert. Ja. Und der Mana-Samen sieht aus wie eine heilige Kokosnuss. Ja, schön. Für einen kurzen Moment sind das Schwert und der Samen ineinander verschmolzen. Du hast den Mana-Samen mit dem Mana-Schwert versiegelt. Von jetzt an richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich. Und zwar egal, wo du dich gerade aufhältst. Es gibt insgesamt 8 solcher Mana-Samen. Du musst sie alle versiegeln. Na, da haben wir eine Aufgabe. Hier hast du eine Lanze. Sie wurde früher von Mana-Rittern benutzt. Und wir erhalten die Lanze. Unsere zweite Waffe. Sie wird durch Benutzung immer stärker, ähnlich wie das Mana-Schwert. Übrigens, es gibt noch weitere Waffen wie diese. Suche überall danach. Werden wir tun, Aquaria. Ich gebe dir Kraft. Ja, jetzt hätte sie uns geheilt, wenn wir Schaden genommen hätten. Das Spiel speichern, jawohl. So. Zunächst solltest du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem Lava-Tempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria, durch die du gehen kannst. Ja. Das werden wir allerdings erst in der nächsten Folge erst miterleben, dass wir nach Pandoria reisen und zum Elfenteich. Also, ja, das ist jetzt mein nächstes Let's Play. Wie gesagt, ein Let's Play again, weil die meisten kennen das. Erstens, die meisten kennen das Spiel so oder so schon. Und zweitens ist das ja in dem Sinne schon mein zweites Let's Play. Ja, ich weiß, jetzt habe ich aus Versehen ein Self-State aktiviert, tut mir leid. Und wie gesagt, ist das ja in dem Sinne auch schon mein zweites Let's Play von Secret of Mana. Aber es wird auch definitiv auch noch ein drittes geben, in reiner Zukunft. Ich warne euch zumindest schon mal im Voraus. Falls der durchgehende Zocker noch Bock haben sollte, ich hoffe es doch mal. Aber wir haben schon alles besprochen gehabt und er meinte zumindest zu mir, dass wir das auch noch zusammen Let's Playen können. Also, wir werden mal schauen, wie es so wird. Ich hoffe positiv. Also, wie gesagt, mein aktuellstes Spiel ist jetzt Secret of Mana. Und ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zugucken. Und wir werden beim nächsten Mal zum Elfenteich bzw. nach Pandoria reisen. Also, bis bald. Ciao.